Ja, Wolke steht jetzt kurz vor der 12. Lebenswoche und ich wollte euch heute einfach mal ein Update schicken, was wir die letzte Woche so gemacht haben, wo wir den Schwerpunkt gelegt haben und wie weit wir jetzt mit den einzelnen wichtigen Themenbereichen sind. Das heißt, wie weit sind wir mit der Stubenreinheit, wie weit sind wir mit der Beißhemmung, wie weit sind wir mit dem Training zum Alleinebleiben. Wenn das interessant für euch ist, bleibt dran. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur, das ist meine Hündin Wolke. Guck mal hier. Die jetzt kurz vor der 12. Lebenswoche steht. Und zwar, letzte Woche haben wir uns schwerpunktmäßig um die Sozialisierung gekümmert. Wir haben sie bekommen, da stand sie kurz vor der 10. Lebenswoche, jetzt steht sie kurz vor der 12. Lebenswoche und die Sozialisierung, darum kümmert man sich bis zur 16. Lebenswoche, Ende 15. Lebenswoche, Anfang 16. Lebenswoche. Und das ist enorm wichtig. Deswegen ist das auch der Schwerpunkt des heutigen Videos. Und zwar alles, was die Hunde in dieser Phase kennenlernen, bereitet denen später keine Angst. In meiner Arbeit als Hundetrainer erlebe ich das immer wieder, dass Leute irgendwann anrufen, die meistens einen Hund übernommen haben. Das heißt, die haben das nicht selber versäumt, diese Zeit der Sozialisierung, sondern die haben einen Hund übernommen, zum Beispiel aus dem Süden. Und der hat da ganz wenig kennengelernt, weil er irgendwo auf dem Hinterhof groß geworden ist. Oder von mir aus auch in Deutschland, irgendwo auf dem Bauernhof. Und die Hunde haben bis zur 16. Lebenswoche wirklich nur den Hinterhof gesehen. Dann haben die Zeit ihres Lebens große Defizite. Die werden immer sehr ängstlich auf Umweltreize reagieren, die sie halt vorher nicht kennengelernt haben in dieser Phase. Das heißt, das können Autos sein, das können Geräusche sein, das können gewisse Untergründe sein, wo die überall zurückweichen, Meideverhalten zeigen, einfach Angst haben. Und deswegen ist diese Phase so extrem wichtig. Das heißt, wenn man die ganz gezielt nutzt, diese Zeit von der 8. Lebenswoche, da holen die meisten die Hunde vom Züchter ab, bis zur 16. Lebenswoche, dass man dem Hund möglichst viel Zeit in einem gesunden Maße natürlich. Man darf die Welpen natürlich nicht überfordern. Wir sind jetzt nicht den ganzen Tag unterwegs und ich zeige Wolke die komplette Welt, sondern so ein bis zwei Herausforderungen am Tag, so für 10 bis 15 Minuten, sind ideal. Und man merkt richtig, wie sie daran wächst, wie sie diese Reize wahrnimmt, wie sie teilweise sich auch hinsetzt und abwartet und ein Auto so vorbeifahren lässt oder auch Menschen oder Hunde in weiter Entfernung, Hunde, die nah rankommen, Menschen, die für sie erstmal komisch aussehen, die vielleicht Sonnenbrillen aufhaben oder einen Sonnenhut. Und das sind alles solche Sachen. Alles, was sie jetzt kennenlernt, wird ihr später keine Angst bereiten. Für diese Sozialisierung habe ich euch eine Checkliste erstellt und ich werde euch unten in die Infobox einen Link packen, wo ihr die runterladen könnt. Also, was haben wir gemacht? Wir waren in Denia, in der Stadt. Das heißt, wir waren am Hafen, wir waren in Gegenden, wo viele Leute waren, die uns einfach passiert haben oder auch teilweise hat sie kontaktet mit Leuten. Wir sind über Brücken gegangen, wir haben Unterführungen genutzt, wir haben verschiedene Untergründe genutzt. Das heißt, wir haben so einen Holzboden zum Strand genutzt, wir haben den Strand selber genutzt. Wir haben sie mit anderen Hunden kontakten lassen, wo wir wussten, dass es sehr freundlich abläuft. Das heißt, wir haben einfach ganz, ganz viele Situationen genutzt in einem gesunden Maße. Wie ich vorhin schon erzählt habe, so zweimal am Tag, jeweils für 10 bis 15 Minuten, haben wir ihr neue Reize geboten. Und ich habe mich auf die konzentriert, wo ich weiß, dass die langfristig häufig in unserem Alltag auftauchen. Wenn man zum Beispiel eigentlich nie Straßenbahn fährt, dann wäre es Quatsch, den Hund mit der Straßenbahn zu sozialisieren. Es sei denn, man denkt halt so weit, dass man sagt, irgendwann fahren wir in Urlaub und da fahren wir bestimmt mal Straßenbahn. Oder vielleicht ziehen wir irgendwann mal um und wir müssen Straßenbahn fahren. Dann macht das vielleicht Sinn. Aber letztendlich gibt es einfach Sachen, die Priorität haben, jedenfalls für mich, wo ich sage, das ist mir wichtig, dass der Hund das kennenlernt. Und es gibt mit Sicherheit auch einige Reize, die ich hier jetzt in der Zeit überhaupt nicht bieten kann, weil die vielleicht hier gar nicht verfügbar sind. Flughafen zum Beispiel. Wir fahren jetzt nicht ganz gezielt zum Flughafen, weil wir da nichts vorhaben. Und dann setze ich mich auch nicht ins Auto, fahre extra eine Stunde zum Flughafen, nur damit sie meinen Flughafen kennenlernt, weil ich eventuell mal irgendwann mit ihr irgendwo hinfliege. Also so mache ich das. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn er sagt, ich möchte wirklich versuchen, alles da reinzupacken, dann kann er das natürlich machen. Nur bevor man wichtige Sachen auslässt, finde ich es wichtig, dass man sich erstmal auf die wichtigen Sachen konzentriert, die abarbeitet und dann kann man immer noch gucken, wenn man noch Zeit hat und sagt, gut, ob sie das später mal irgendwann noch mal sieht, das weiß ich nicht, aber wir nehmen es einfach mit. Ja, das ist mal zum Schwerpunkt des heutigen Videos, also die Sozialisation. Wenn sie nachher unruhig wird und hier
in der Leine hängt oder rumspringt, dann mache ich sie einfach los. Also wundert euch nicht, wenn Wolke irgendwann weg ist. Das kann sie noch nicht können. Impulskontrolle lernt sie erst so über die Zeit in den nächsten Monaten. Und ich werde auch erst in der so im vierten, fünften Lebensmonat, das heißt 16., 20. Woche, werde ich das Training richtig intensivieren. Ich trainiere jetzt schon mit ihr, aber das Ganze ist wirklich sehr spielerisch. Ich mache so 5 bis 10 Wiederholungen pro Signal, pro Einheit. In dieser Woche haben wir das Bleib trainiert und den Namen als Aufmerksamkeitssignal. Ich werde euch wieder ein paar Videos einblenden, dass ihr einfach mal so ein paar Eindrücke habt von unserem Training. Nächste Woche starte ich mit so ganz leichten Übungen zur Leinführigkeit und mit dem Abrufsignal hier. Und ich werde euch auch da wieder ein paar Videos einblenden. So, jetzt noch zu den einzelnen Themenbereichen. Und zwar Stubenreinheit hat sich richtig was getan. Also da haben wir mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen einen großen Sprung gemacht. Also nachts hält sie jetzt durch von 12 bis 6 Uhr. Ganz entspannt, ist super. Reicht mir schon fast, weil ich gerne früh aufstehe und auch früh an zu arbeiten fange. Das heißt, selbst wenn das so bleiben würde, was es nicht tut, der Hund kann locker von 12 bis 8 Uhr durchhalten oder auch von 12 bis 9 später, wenn er die Blase besser kontrollieren kann, wenn das alles ein bisschen gefestigter ist und mehr Routine hat, ist das überhaupt kein Problem. Aber mit diesem Zeitfenster ist meine Nachtruhe jetzt schon hergestellt und darüber bin ich ja super, super glücklich. Tagsüber müssen wir nach wie vor richtig aufpassen, aber es hat sich enorm gebessert. Das heißt, man weiß genau, wann sie raus muss, man kriegt die Zeiten raus und es dehnt sich auch langsam aus. Also in der letzten Woche waren wir wirklich, beziehungsweise in der vorletzten Woche, vor dem letzten Video waren wir sehr, sehr oft draußen, dass wir wirklich fast jede Stunde draußen waren. Und jetzt pendelt sich das so langsam ein, dass wir so alle 2, 2,5, 3 Stunden, je nachdem und nach gewissen Aktionen, also nach wie vor, nach dem Schlafen, nach dem Spielen, nach dem Fressen, nach dem Trainieren, da weiß man einfach, sie muss raus, aber das passt sich auch dann so ein bisschen mit den Zeiten an, beziehungsweise man fängt selber an, das so ein bisschen abzupassen, dass man weiß, okay, der Hund hat jetzt gerade gefressen, dann gehen wir raus und dann schläft sie erstmal 2 Stunden, 2,5 Stunden, dann wird sie wach und dann ist halt dieses 2,5 Stunden Zeitfenster wieder rum, dann geht man wieder raus oder füttert sie vielleicht kurz nochmal und geht dann direkt wieder raus. Also man kriegt da richtig so eine Routine in diesem Ganzen und man merkt einfach, dass das ein Prozess ist, der sich entwickelt und dass man dabei einfach auf dem richtigen Weg ist. Ja, jetzt noch das Thema alleine bleiben, das klappt super. Wir haben natürlich Monsieur noch dabei, das darf man nicht unterschätzen oder vergessen. Das ist was anderes, wenn man wirklich nur einen Hund hat, da muss man langsamer vorgehen und kürzere Zeiten wählen. Dadurch, dass sie selten ganz alleine ist, klappt das natürlich dann sehr gut. Wobei ich das auch ganz gezielt übe, dass sie mal ganz alleine ist. Das heißt, wir gehen mit Monsieur alleine raus und lassen sie dann so für 5 bis 10 Minuten, das schafft sie mittlerweile ganz gut, einfach komplett alleine. Weil man weiß natürlich nicht, ob sie immer Monsieur an ihrer Seite hat, beziehungsweise man weiß, dass es nicht immer so sein wird. Aber es gibt auch Ausnahmesituationen, das kann auch in nächster Zeit mal passieren, dass man einfach mit Monsieur vielleicht los ist, meine Tochter ist in der Schule und dann ist die Kleine irgendwie alleine zu Hause und es wäre dann einfach extrem schlecht für dieses Training zum Alleinebleiben, wenn sie das überhaupt nicht kennen würde und wir dann große Rückschritte machen. Deswegen gewöhne ich sie auch jetzt schon daran, auch mal ganz alleine zu sein und das klappt wunderbar. Thema Beißhemmung entwickelt sich auch richtig gut. Also sie benutzt ihre Zähne, wenn ganz, ganz zaghaft und wenn sie zu doll wird, nach wie vor unterbrechen wir sofort das Spiel und man erkennt auch da, dass da einfach ein Verlauf ist, dass einfach Lernerfahrung da ist bei ihr. Und ich denke, dass sie so in 1 bis 2, 3 Wochen ihre Zähne überhaupt nicht mehr benutzt im Spiel mit uns. Das machen die Welpen natürlich, wenn sie klein sind, wenn sie jung sind und spielen einfach damit. Und das ist auch in Ordnung. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu doll wird und dass man nicht falsch darauf reagiert. Aber wenn man, sobald der Hund die Zähne zu doll benutzt, sofort die Interaktion beendet, lernt der Hund das super schnell und macht das, wenn überhaupt, sehr, sehr zaghaft. Ja, das war's zu unserem Update. Wolke, Anfang 12. Lebenswoche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Lust habt, eure Hunde genauso auszubilden wie ich Wolke jetzt, schaut gerne in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com vorbei. Wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen möchtet, abonniert den Kanal. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur. Und Wolke. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.